Delilah-Runenharmonie. Es war nicht leicht, die Energie des Nichts zu bezwingen, aber ich konnte Knochenruhen für mein großartiges Gemälde korrumpieren. Alle Zutaten liegen in der Kapelle bereit: getrockneter Seetang und Algen aus den Gräben, Blumen aus den Gewächshäusern zu Staub und feinen Pigmenten vermahlen, menschliche Knochen mit Infusionen aus Angst und Reue. Ich muss geduldig sein und weitermalen, bis endlich die letzte Rune in den Thron eingesetzt werden kann, in meinen Thron. Allerdings müssen die fehlenden Runen in Harmonie mit ihren reinen Gegenstücken stehen. Zwei fehlerhafte mit zwei der reinsten, sonst könnte die Magie des Gemäldes versagen oder sich im schlimmsten Fall gegen mich wenden. Das klingt interessant. Delilahs neues Gemälde klingt gefährlich, aber ich kann es vielleicht sabotieren. Das klingt doch interessant. Die Kapelle gemalt, aber einen Baum hinzugefügt. Nach dem Anordnen der reinen und fehlerhaften Runen auf dem Stuhl konnte ich die Kapelle aus Stein durch die Kapelle aus Farbe ersetzen. Mit weiteren Runen müsste das mit dem gesamten Reich funktionieren. Das wird mein größtes Werk. Diesen Misthaufen, in den wir geboren wurden, durch mein Gemälde zu ersetzen. Die Welt, wie sie sein sollte. Endlich wird alles vollständig in Ordnung sein. Also sie will quasi die Wirklichkeit zum Gemälde werden lassen und das Gemälde zur Wirklichkeit. Mit mehr fehlerhaften Runen könnte ich vielleicht Delilahs Gemälde gegen sie einsetzen. Und wie soll ich das machen? Menschliche Knochen. Dann die Algen braucht, stand in dem Rezept. Dann brauchte ich noch irgendwelche Blumen. Kurz ins Tagebuch gucken. Stelle eine fehlerhafte Rune her. Stell eine fehlerhafte Rune her, die dir hilft, die leider Copperspoon zu erledigen. Sions Hinweise. Kombiniere getrocknete Algen, Pigmente und menschliche Knochen, um verderbte Runen anzufertigen. Verwende dann diese Runen, um die leider Copperspoons Geheimprojekt zu sabotieren. Pigment. Okay. Aber das ist doch jetzt das, was sie herstellen wollte. Brauchen wir nicht eine fehlerhafte... Warum ist das jetzt eine fehlerhafte Rune? Ziele. Platziere die fehlerhafte Rune auf dem Thron. Das war's schon. Ich gucke mich trotzdem noch oben. Ach, das ist der einzige Raum, den wir nicht besucht haben. Wegen dieser komischen Autobots. Runen oder Knochenartefakte in der Nähe. Rüste das Herz aus. Ja, kann ich nicht mehr. Naja, dann müssen wir jetzt nur noch in den Thronsaal. Warte, 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 warte. Ich habe was vergessen. Hier stand doch nochmal die Layla, oder? Hier sind wir also, wo meine liebe, lügnerische Halbschwester Jessamine und ich gespielt haben. Wo sie erst sie in ihr Bett ließ und später ihre Tochter geboren hat. Wo sie dort die Ach, Seele das hatten wir des schon. Morgen Schnauze. ließ. Was? Ein Glück, dass das noch geklappt hat. Ich dachte, ich hätte Jale erledigt. Körper tot, die sind alle tot. Ich hoffe, dass das kein Menschenfleisch ist. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gegangen. Bin ich mal gespannt, wie die verderbte Rune im Thron uns helfen soll. Wir müssten es irgendwie hinkriegen, dass sich die Layla dann auf den Thron setzt. Warte, hier habe ich nicht alle Gegner getötet. Wir sollten den Weg rausnehmen, über den ich reingekommen bin. Sonst treffen wir auf ungebetene Gäste und uns geht es
Je nachdem hätte ich gerne den Kram, den wir haben für die Layla am Ende noch. Okay, da kommen wir nicht. Oh, jetzt klingelt auch noch Skype im Hintergrund. Entschuldigung. Ganz schlimm. Mach ja nur Mist heute. Moment. So. Entschuldigung dafür. Komm nicht wieder vor. Jetzt am Ende läuft nochmal alles schief. Erst öffnet sich das Steam-Overlay. Erst klingelt Skype, dann öffnet sich das Steam-Overlay. Oh Mann. So. Thronraum. So, jetzt werde ich gleich wahrscheinlich das Zeitanhalten brauchen werden. Denn ich befürchte, wir müssen so oder so hinter die Layla her in das Gemälde. Eigentlich habe ich gehofft, dass wir das verhindern können. Weil in dem Gemälde sind wir in die Laylas Welt. Und wir wissen nicht mal, ob unsere Fähigkeiten da zählen. Wir wissen ja, dass sie die Fähigkeiten von Daut wegnehmen kann. Das hat sie ja schon einmal gemacht. Falls sie das nochmal schafft, haben wir verkackt. Ohne die Fähigkeiten von Daut dürfte es fast unmöglich sein, etwas gegen sie zu unternehmen. Naja, wir werden es sehen. Also die Layla. Ich bin zurück. Wenn ich die Anzahl der fehlerhaften Runen am Thron verändere, sollte sich Delilahs Bild gegen sie wenden. Setze ich noch eine ein. Okay. Platziere die fehlerhafte Rune auf dem Turm. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben die Rune auf dem Thron platziert. Es bleibt uns wohl nur übrig, hinter ihr herzugehen. Wir werden dich bald retten, Emily. Also dann. Auf geht's. Ey. Die Welt, wie sie sein sollte. Also die Welt dadurch ersetzen. Sagte ich schon. Lass die Layla Copperspoon bewusstlos werden. Das Gemälde. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, sich zu verstecken. Sie weiß, dass wir da sind. Ich glaube nicht, dass ein Betäubungspfeil ausreichen wird, aber... So leicht, glaub ich, alter Mann. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was die echt ist. Ich muss einfach alle betäuben. Layla Abbild bewusstlos. Die Layla Abbild bewusstlos. Oh. Ist nun mit deinem Zeit verlangsamen. Bist du die echte? Die Layla Abbild bewusstlos. Scheiße. Was bist du? Die Layla Abbild bewusstlos. Wo ist denn die Originale? Zack, ganz einfach, weil ich es nicht will. Schon wieder das Abbild. Okay, da ist wieder die nächste. Ja.
kann sie, glaube ich, nur während der Zeitlupe. Scheiße. So, Zeit verlangsamt. Bist du... Ich glaube, es ist nur noch die eine übrig. Jetzt stirb! Zu langsam. Wenn ich Delilah auf den Thron setze, sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Was ist da war, aber... Was soll ich jetzt noch ihre... Töte die Delilah Copperspoon, platziere die Delilah Copperspoon auf dem Thron. Das Gemälde löst sich auf. Ich glaube, wir haben nur wenig Zeit. Ich muss Delilah aufhalten. Sie muss ausgeschaltet werden. Warum bin ich... Delilahs Gemälde verlassen. Sie wollten eine eigene Welt, Delilah. Bitteschön. Und jetzt... Mach's gut, Delilah. Ich glaube, der Weg ist sicherer, als sie zu töten. Wir wissen nicht, wie gut ihre Magie funktioniert, Delilah. Wir wissen nicht, was sie sonst noch in petto hat. Gucken wir uns mal an. Was passiert, wenn wir sie auf dem Thron platzieren? Ich denke, ich weiß nicht, es könnte gut sein, dass sie noch irgendwelche Tricks auf Lager hat, falls wir sie nochmal töten. Wir wissen ja, dass der Tod für Delilah nicht sonderlich schwierig zu überwinden ist. Vielleicht schafft sie es ja wieder, sich im Nichts zu materialisieren. Irgendwie. Wir haben ja nur ihre körperliche Unsterblichkeit aufgehoben. Was mit ihrer Seele passiert, danach wissen wir nicht. Ich glaube, die Methode ist sicherer. Wenn wir sie in ihrem eigenen Gemälde einsperren, dann ist sie versiegelt. Und außer dem Outsider wäre der Einzige, der in der Lage ist, sie zu befreien. Und ich denke nicht, dass er das tun wird. Jetzt sollte nicht. Endlich, was ich verdient habe, meine Gerechtigkeit. Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lang gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Tja, Delilah. Du bist auf deinen eigenen Trick hereingefallen, aber... Wie wollen wir sie erwecken, ist die Frage. Und die ganzen anderen. Können wir das so ohne weiteres? Boah, der Kampf war hart. Wir haben keinerlei... Kram, ich hätte noch die Narkominen gehabt als letzte Rettung. Emily. Vater, was ist geschehen? Immer mit der Ruhe. Ich werde alles erklären. Zivilisten getötet, Gegner getötet, insgesamt getötet, nichts getötet. Wir wurden sehr häufig gesehen. Vor allem am Ende, glaube ich. Das ist ja ein Raum mit den beiden Robotern. Na, schlimm. Aber egal, hat sich das Suchen doch gelohnt. Ausgerechnet der eine Raum, in dem ich nicht war, ist der Raum gewesen, in den ich hätte reingemusst. Großartig. Ein Glück, dass ich nicht noch draußen gesucht habe, sonst hätte es ja Jahre gedauert. Naja. Tod der Kaiserin? Nicht ganz. Eher auf immer eingesperrt. Wobei, vielleicht denkt sie in dem Gemälde jetzt ja, dass ihr Plan funktioniert hat und sie über alles herrscht. Nur die Wirklichkeit sieht anders aus. Ehrlich gesagt, sie tut mir Delilah auch ein bisschen leid. Als Bastard des Königs geboren, durfte sie immer nur die schönen Sachen sehen und nie selbst. Und wusste halt, dass sie selbst nie dahin kommen wird. Und wenn das stimmt mit ihrer Mutter, dann kann ich sogar fast verstehen, warum sie so geworden ist. Es ist trotzdem nicht in Ordnung, was sie gemacht hat, nicht mal im Geringsten. Sie hat auf jeden Fall diese Strafe verdient, aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum das
was wir gesehen haben, am Ende aus ihr geworden ist. Naja, und jetzt muss viel repariert werden. Es ist nicht mehr viel übrig von Dunwall, was noch gerettet werden kann. So nahm ein Mann mit dem Gesicht des Herzogs seinen Sitz in Kanaka ein und dachte auch an jene, die nicht im Palast geboren waren. Die Leute erstaunte die plötzliche Wendung. Sie stellten ihr Glück aber nicht in Frage. In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das pandesianische Ödland. In der echten Hauptstadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge, Jahrzehnte über ein blühendes Reich mit Corvo Artano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit beförderte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Sweet Sir Konos, did we bathe in the sun, sharing grapes from Culero when you were the only one? On the streets of Karnaka, I met you long ago, when the city was so peaceful and the bay it seemed to glow. We danced and sang until the early ships sailed. And when morning bells rang, only then we exhaled. Now the sands of Sir Konos, they're burning in the sun. We cower in the alleys of streets where we did stroll, while the Duke claims our riches and his firing squads patrol. We run and hide until the evening ships sail. When the night is black, only then we exhale. Shadow.
shadows, bring your sweetest grapes. We'll slip on to a whaler and maybe we'll escape. Ja, das war Dishonored 2, die Maske des Zorns. Wir sind durch. Ich habe das Lied am Ende jetzt mal komplett durchlaufen lassen. Das war, glaube ich, dasselbe Lied, was wir zwischendurch bei so Straßenmusikanten schon mal gehört haben. Finde ich cool. Ja, was soll ich sagen? Dishonored 2 hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe am Anfang relativ wenig aufgenommen, weil ich halt erstmal wieder ins Spiel reinkommen muss. Aber sobald ich mich halt wieder an die Steuerung gewöhnt hatte, hat dieses Spiel geradezu süchtig gemacht. Ich habe das jetzt heute in 7 Stunden Aufnahme noch fertig gemacht. Hatte gestern auch nochmal 6 Stunden aufgenommen. Man kann durch das Spiel sehr schnell durchrushen. Also wenn man sich beeilt, dann ist man bestimmt in wenigen Stunden, wahrscheinlich in wenigen Stunden tatsächlich durch, weil man kann viel an vielen Stellen einfach durchlaufen. Aber ich finde, das Spiel ist mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Es gibt in jeder Ecke etwas zu finden. Die ganze Stadt und die ganzen Gebiete, in denen man ist, wirken sehr belebt. Es gibt viele Kombinationen zu entdecken, Geheimnisse zu lüften. Und ich glaube, wenn man schnell durchspielt, kriegt man auch von der Geschichte sehr, sehr wenig nur mit. Dadurch, dass wir uns sehr ordentlich umgesehen haben, haben wir deutlich mehr gesehen als das bisschen, was man, wenn man es sich beeilt, nur durchbekommt. Wir haben, glaube ich, immer den Alternativweg gewählt in Sachen Töten. Ich glaube, wir haben keinen einzigen der Hauptverantwortlichen umgebracht und nur ab und zu mal immer mal irgendwen aus Versehen gekillt, der es mal wieder geschafft hat, in irgendein Feuerfass reinzurennen, weil er so intelligent ist. Das ist übrigens auch meiner Meinung nach der einzige Kritikpunkt an dem Spiel, dass die KI-Gegner schon recht dämlich sind. Also man kann an einigen Stellen sehr leicht die KI ausnutzen. Also zum Beispiel hätte man noch irgendwie einbauen können, dass wenn ich eine Narkomine auf den Boden lege und der eine sieht, da rennt gerade jemand durch und es aktiviert sich eine Mine, dass der nicht direkt dahinterher nochmal durchrennt. Das hätte es auch an einigen Stellen deutlich schwieriger gemacht. Oder halt die eine Stelle bei Paolos Gebäude mit dem mit der Treppe, die ich ja so abusen konnte, dass ich da am Ende voll den Berg rumliegen hatte. Ansonsten denke ich, wenn ein DLC rauskommt, dann werden wir wahrscheinlich uns mit Billy Lurk auf die Suche nach Daud begeben. Denn eine Sache, die uns das Spiel schuldig geblieben ist, es hat viele Sachen aufgeklärt, aber was uns das Spiel schuldig geblieben ist, ist, was ist mit Daud passiert? Wir wissen nur, dass er noch lebt, aber was mit ihm ist, wissen wir nicht. Außerdem wissen wir nicht, was mit dem Kollegen von Zoccolo passiert ist, aus dem ersten Teil. Ich weiß gerade den Namen leider nicht mehr von ihm. Aber wir hatten ja noch einen anderen Erfinderkollegen von Zoccolo, der aber nicht vorgekommen ist. Ich denke mal, den werden wir auch im DLC vielleicht nochmal wiedersehen, wer weiß. Ansonsten muss ich, finde ich noch, was den Schleichaspekt angeht, ist das Spiel extrem geil. Also den Kampfaspekt kann ich jetzt kaum begutachten, weil ich ja selten gekämpft habe. Wobei man sagen muss, Zeit anhalten ist immer noch die OP-ste Fähigkeit überhaupt. Hat man wieder an dem Kampf gegen Delilah gesehen, ohne dass Anhalten der Zeit hätte ich da deutlich größere Probleme gehabt. So war es recht einfach, deswegen wollte ich das auch unbedingt haben, weil ich habe mir gedacht, der Kampf gegen die Delilah dürfte wieder sehr geil werden, wenn ich die Zeit anhalten kann. Ansonsten freut es mich, dass das Spiel einigermaßen gut ausgegangen ist. Wir sind mit sehr wenig Chaos durchgegangen und ich muss sagen, ich freue mich auf die DLCs und hoffe wirklich, dass da noch was kommt, denn mir gefällt das Setting, mir gefällt das Spiel und ich will mehr davon. Das ist so das Schlussfazit. Vielen Dank fürs Zusehen bei Dishonored 2. Sollte es ein DLC geben, wird es das sofort natürlich zu Release auch wieder bei mir geben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen,
bis zu einem weiteren LP bei mir auf dem Kanal. Man sieht sich, beziehungsweise hört sich. Tschüss.